Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Vlog. Ich melde mich sozusagen aus der Zukunft, wie ich immer so schön sage, weil ich mit meinen Vlogs ja ein bisschen hinterherhänge. Und mir ist es momentan ganz wichtig, ich habe eine sehr, sehr, sehr schöne E-Mail von Hello Body bekommen und die machen nämlich bei einem bei einer sehr tollen Spendenaktion mit für das Deutsche Rote Kreuz. Und zwar ist es so, dass momentan alle Bestellungen, die bei Hello Body eingehen, dass da 1 Euro an das Deutsche Rote Kreuz gespendet wird. Davon werden zum Beispiel die Krankenhäuser unterstützt oder die ganzen Produkte, die momentan gebraucht werden. Und das finde ich einfach eine Mega-Aktion. Deswegen wollte ich unbedingt hier auch auf YouTube darauf aufmerksam machen, weil das wirklich eine tolle, tolle Aktion ist. Mit dem Code AmandaHome spart ihr euch aktuell 50% auf das komplette Sortiment ohne Mindestbestellwert. Das ist der allerhöchste Code, den Hello Body immer rausgibt für ganz, ganz spezielle Anlässe. Und das, Hello Body hat halt gesagt, ihnen ist es natürlich ein Anliegen, dass so viel Spenden wie möglich zusammenkommen. Und deswegen geben sie in diesem Fall jetzt den Höchstrabatt von 50% raus und halt eben auch noch ohne Mindestbestellwert. Also das finde ich absolut mega. Man kann sich selbst was Gutes tun und hilft auch noch in dieser Krise anderen weiter. Deswegen möchte ich das sehr, sehr, sehr gerne unterstützen und eben da nicht nur auf Instagram, sondern hier auch auf YouTube Bescheid sagen, dass ihr da einfach Bescheid wisst. In dieser Lage könnt ihr da auch sehr, sehr gerne helfen. Ich, momentan, wo wir alle zu Hause bleiben sollen, stay at home ist ja das allgemeine Motto, ist es natürlich auch, einem wird ja auch immer mal schnell langweilig. Also wir haben jetzt zum Beispiel Puzzle, genau, damit haben wir jetzt angefangen. Ich habe auch noch einen auf Reserve, ein riesengroßes Puzzle, das werden wir dann auch demnächst mal anfangen. Ich habe heute zum Beispiel ganz viel Haushalt gemacht. Ich werde auch die nächsten Tage, habe ich mir mal ein paar Rezepte aus dem Internet rausgesucht, wo ich mal was Neues ausprobieren möchte. Und ja, man kann sich natürlich auch sehr viel Zeit für sich selbst gönnen. Wenn man wirklich den kompletten Tag von morgens bis abends zu Hause ist, kann man sich da auch mal ein paar Stunden rausknipsen und für sich selbst sozusagen ein bisschen Me-Time sozusagen gestalten. Und das probiere ich ja sowieso regelmäßig zu machen. Ich liebe es einfach, Zeit für mich in der Badewanne zu genießen und eine Haarmaske, eine Gesichtsmaske, Peelings und so weiter zu benutzen. Und ich habe auch jetzt gerade wieder meine Lieblingsgesichtsmaske drauf von Hello Body, die Detox Clear Maske. Ich habe sie hier noch stehen. Genau, ja, ihr Lieben, das wollte ich euch eigentlich nur kurz erzählen, dass ihr von dieser tollen Aktion Bescheid wisst. Ich werde das alles unten nochmal in die Infobox schreiben und wie gesagt, 50% auf die komplette Seite ohne Mindestbestellwert und 1 Euro pro Bestellung wird an das Deutsche Rote Kreuz gespendet. Eine Mega-Aktion in dieser Situation und vielleicht hat der eine oder andere ja einen kleinen Wunsch, sich irgendwie was zu gönnen oder vielleicht der Freundin, der Mutter oder wem auch immer was Gutes zu tun. Es sind momentan auch noch keine Einschränkungen, was die Bestellungen oder beziehungsweise die Auslieferung angeht. Das habe ich jetzt bis jetzt von niemandem gehört. Also wir kriegen hier auch noch ganz normal unsere Post oder Pakete. Also da müsst ihr, ja, da kriegt ihr ganz normal auf jeden Fall die Bestellung, wenn ihr euch was aussucht. Und ja, ihr Lieben, diese tolle Aktion wollte ich einfach hier auch nochmal mit euch teilen, dass ihr da Bescheid wisst. Wenn ihr irgendwie noch Fragen habt, dann stellt sie mir gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, jetzt geht's mit dem gewöhnlichen Vlog weiter. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich habe heute richtig lange ausgeschlafen. Ich habe es mal gebraucht. Und deswegen bin ich jetzt erst am Frühstücken. Wir haben nämlich mittlerweile schon 20 vor 10. Wow. Und dann werde ich mal so ein paar Sachen erledigen, denn spätestens um 1 Uhr muss ich hier weg nach Frankfurt. Das erzähle ich euch dann aber später. Ich wollte euch nur mal kurz mein aktuelles Frühstück zeigen. So sieht mein Frühstück aktuell aus. Übrigens, meine Schwester war gestern da und hat mir neue Blümchen mitgebracht. Total schön. So, hier habe ich einmal meine Eiweißbrotscheiben. Genau, da ist Kalzleberwurst drauf und Gurken. Dann habe ich hier eine Magnesium-Tablette und eine Biotin-Tablette. Ich zeige euch das später nochmal genau, was ich da alles nehme. Dann habe ich hier heiße Zitrone und hier ist mein Brennnesseltee. Das ist jetzt zum Entwässern. Und hier habe ich jetzt meine goldene Milch, wie man so schön sagt. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt hier nur 2 oder beziehungsweise 3 Zutaten drin. Und zwar Kurkuma, Gerstengras,
schwarzer Pfeffer und dann habe ich es mit Multivitaminsaft aufgegossen. Genau, ja. Und das lasse ich mir jetzt mal schmecken und wenn ich fertig bin, zeige ich euch mal genau die Sachen, was ich jetzt für Produkte alles verwende. So, das sind die Sachen, die ich euch gerade gezeigt habe. Also, ich nehme Magnesium. Das ist einfach wirklich gut für die Muskeln und da ich ja auch so Probleme mit meinem Rücken habe, ist es gut, dass ich da einfach so ein bisschen was Unterstützendes nehme. Das hatte ich auch in der Schwangerschaft genommen, das hatte ich damals von der Frauenärztin verschrieben bekommen, bekommt man aber auch so in der Apotheke. Dann habe ich hier meine heiße Zitrone, die trinke ich eigentlich jeden Morgen. Genau, Gesunde Plus, das ist die Eigenmarke von DM. Das bekommt ihr da, trinke ich schon seit Jahren. Jahren. Dann mache ich immer mal wieder eine Brennnesselkur. Das hier ist wirklich kein normaler Tee, auch wenn da Tee steht. Unten steht ja auch Arzneitee, also es ist ein Arzneitee, also ein Arzneimittel. Das darf man nicht, also hier steht es auch zum Beispiel für Kinder und Erwachsene ab 12 Jahren. Und das sollte man nicht länger als eine Woche machen, also weil das ist einmal durchspülend, also es durchspült die Harnwege, also es ist so eine Art Entwässerungskur. Ja, also nicht zu lange nehmen, gibt es allerdings auch rezeptfrei, das ist jetzt die Eigenmarke von DM, aber ansonsten Brennnesseltee halt einfach. Dann habe ich hier, das habe ich euch ja in meinem DM-Haul gezeigt, Gerstengras Superfood und Superfood Kurkuma. Beides bekommt ihr im DM. Oder auch so Amazon, das gibt es ja eigentlich überall. Aber die sind jetzt nicht zu preisintensiv beim DM. Die haben, glaube ich, 7 €, das hat der Beutel gekostet. Wichtig nur, wenn ihr Kurkuma nimmt, immer noch eine Prise schwarzen Pfeffer dazu machen, sonst nimmt das der Körper nicht auf. Und dann habe ich noch Biotin. Genau, das habe ich euch ja auch schon gezeigt. Findet ihr auch in der Infobox verlinkt, habe ich über Amazon bestellt. Das ist auch ganz, ganz gut für das Haarwachstum. Genau, weil ich auch so Probleme mit meinen Haaren habe. Also die beiden sind eigentlich für Haare und Nägel gedacht. Und das hier allgemein für alle möglichen Entzündungen im Körper. Aber auch so ist Kurkuma ist wirklich, die haben, also der hat das Wort Superfood wirklich verdient, weil da ist das einfach nur Gesundheit pur. Also ganz, ganz große Empfehlung, das zu trinken. Am besten in Kombination. Man kann auch noch verschiedene andere Sachen in die goldene Milch mixen. Ja, aber das wollte ich euch kurz zeigen. Das sind die Sachen, die ich euch jetzt beim Frühstück gezeigt habe, die ich jetzt aktuell trinke oder einnehme. Hallo ihr Lieben, ich melde mich mal einige Stunden später. Ich habe euch ja zuletzt das Frühstück gezeigt. Ja, wir haben mittlerweile kurz vor 2, Viertel vor 2, um genau zu sein. Ja, ich habe eigentlich zu Hause jetzt nur geputzt, aufgeräumt, ganz viel Wäsche gemacht. Ich habe jetzt schon die dritte Maschine angemacht. Lia ist gerade am Schlafen, Samu ist gerade aufgewacht und ja, ich habe ein Video geschnitten, das lädt jetzt gerade hoch, das werde ich dann online stellen, sobald ich wieder zu Hause bin. Genau, ich habe mich gerade ein bisschen fertig gemacht, habe meine Haare mal geglättet, weil ich habe ja gestern Mittag gebadet und die Haarmaske einwirken lassen und danach habe ich meine Haare tatsächlich einfach Luft trocknen lassen. Ja, und deswegen heute hatte ich irgendwie mal Lust auf glatte Haare, I don't know why. Und habe sie einfach mal schnell geglättet. Es geht halt mega schnell. Genau, jetzt bin ich auf dem Weg nach Frankfurt. Und zwar werde ich jetzt unser Auto abgeben. Ich habe euch ja mal erzählt, da war ich, es war kurz vor der Entbindung mit Samu, ist uns ja jemand ins Auto rein, ins parkende Auto reingefahren, aber ordentlich. Ich habe es euch ja schon gezeigt, wie das hinten aussieht. Das Ganze ist jetzt 3 Monate her. Warum lassen wir das Ganze jetzt erst reparieren? Erstens, weil die Versicherungen sich haben feiern lassen ohne Ende. Das ist der absolute Hammer gewesen. Wir mussten sogar einen Gutachter heranziehen. Auf jeden Fall haben wir tatsächlich erst vor ungefähr 1,5–2 Wochen das Geld bekommen. Und es ist ja eine sehr hohe Summe gewesen. Wir wollten das Ganze auch nicht vorstrecken, bevor wir auch nicht wussten, geht das alles durch und so weiter und so fort. Es ist alles durchgegangen. Wir hatten ja überhaupt keine Schuld. Das Auto stand ja, es war keiner drin. Da ist ja einfach jemand abends, praktisch nachts, naja, abends reingefahren. Genau, und der zweite Punkt, falls jemand sagt, hey, ihr seid doch aber die ganze Zeit mit dem Auto gefahren, das sah echt krass aus, weil ich persönlich, als ich den Unfall gesehen habe, bin davon ausgegangen, dass man mit dem Auto nicht fahren kann. Und wir haben dann einen Gutachter gefragt und waren nochmal in einer Werkstatt gewesen. Und die haben uns gesagt, man kann mit dem Auto fahren. Also der ist fahrtüchtig, fahrbereit, es ist keine Einschränkung, was das Fahren betrifft. Ja. Jetzt ist es aber auch so, dass wir seit ungefähr 1,5 Monaten ist unser TÜV abgelaufen und mit dem Schaden, auch wenn das Auto fahrbereit ist,
bekommt mal keinen TÜV. Also so wurde uns zumindest das gesagt. Ja, und wir waren da die ganze Zeit so im Zwiespalt, sollen wir es einfach selber machen, selber zahlen. Also es hat sich jetzt auf jeden Fall geklärt. Das Geld wurde, ja wie gesagt, vor anderthalb Wochen ungefähr überwiesen. Und wir haben jetzt in Frankfurt bei einem befreundeten Automechaniker, werden wir das Ganze machen lassen. Ich habe hier hinten so ein Riesenpaket. Wir haben nämlich eine Stoßstange bestellt. Also der Mechaniker ist nicht unser Freund. Ein sehr guter Freund von uns, mit dem ich damals auch schon zur Schule gegangen bin. Und der ist mit meinem Mann schon seither befreundet. Wir waren ja alle zusammen in der Schule. Der ist bei diesem Mechaniker und der ist irgendwie mit ihm befreundet und kennt den und sagt, der ist toll. Und ja, mein Mann vertraut da jetzt einfach drauf und ich sag, mach. Wir werden sehen. Und dieser Mechaniker hatte eben... hat eine bestimmte Partnerseite, weil er, also der arbeitet auch mit Porsche, ich habe euch ja gesagt, da war ja ein Porsche gewesen, der war mega zerschrottet, also richtig krass. Auf jeden Fall hat er bestimmte Partnerseiten und seine Partnerseite, mit denen er eben kooperiert, hatte unsere Stoßstange zwar gehabt, aber erst Lieferzeit irgendwie mit anderthalb Wochen oder sowas. Und dann haben wir gesagt, okay, er hat gesagt, es gibt noch eine andere Seite, da müssen wir aber privat praktisch bestellen. Und da hat er uns das alles rausgesucht, die Links, und dann haben wir das bestellt, weil das hatte dann eine Lieferzeit von 2-3 Tagen. Und ja, hier hinten liegt dieses Monster und das wird dann eben ausgetauscht und geschaut, ob noch irgendwas ausgebeult werden muss. Keine Ahnung, der wird es auf jeden Fall alles richten. Und ich habe ja hier an meiner Fahrerseite ein paar Kratzer. Ich weiß gar nicht, ob ich das euch jemals erzählt habe, aber da ist auch mal ein Unglück meiner Schwester passiert. Überhaupt nicht schlimm, aber da sind jetzt halt ein paar Kratzer und das wird er auch machen. Ja, ich bin mal gespannt, wann wir das Auto zurückkriegen. Ich hoffe sehr, dass es ja nicht zu lange dauert. Das Problem ist nämlich, bei unserem anderen Auto, habe ich euch schon erzählt, ist anscheinend die Batterie leer. Wir müssen das jetzt echt mal machen, dass wir man kann ja das an einem anderen Auto ankoppeln und manchmal reicht es auch, wenn man dann das Auto eine Zeit lang laufen lässt, mal ein paar Runden fährt, dass sich die Batterie sozusagen selber auflädt. Hört sich komisch an, aber das funktioniert tatsächlich, bevor man jetzt eine komplett neue Batterie reinmacht. Wir werden sehen. Und wenn wir dieses Auto hier zurückbekommen, dann müssen wir auf jeden Fall auch direkt zum TÜV. Und ja, ist mal wieder einiges zu tun mit den Autos. Das ist echt eine Katastrophe. Immer das Gleiche. Immer ist irgendwas mit den Autos. Eigentlich wollte der Freund auch kommen von meinem Mann bzw. von uns, aber der schafft es leider nicht. Deswegen, oh, ich habe so keine Lust, werde ich mit den Öffentlichen. Ihr wisst, ich hasse es wirklich, gell? Und gerade auch jetzt, wo so die Virusgrippenzeit ist und jeder am Rumniesen ist, abgesehen von Corona, darüber rede ich gar nicht. Ich habe echt keine Angst jetzt vor Corona an sich, habe ich ja jetzt schon mehrmals gesagt. Aber trotzdem diese Erkältung, die überall rumgehen und überhaupt und generell, abgesehen von Erkältungen, ich hasse es einfach, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Und ich bin immer ein, zwei, dreimal im Jahr dazu gezwungen, mit den öffentlichen zu fahren und immer nur, wenn irgendwas mit den Autos ist. Ich hasse es wirklich. Also ich habe da echt, ich bin mein Leben lang so viel schon mit den öffentlichen gefahren, gerade immer in der Studienzeit. Gerade als ich in Frankfurt gewohnt habe und in Darmstadt studiert habe, bin ich ja immer mit den öffentlichen gefahren und es war halt schon, ich bin schon eine ganze Zeit lang unterwegs gewesen. Joa, auf jeden Fall habe ich das Glück, dass ich um 2 Uhr, oder ich gebe es jetzt kurz nach 2, ab, ist ja auch wurscht, das Auto abgeben kann und meine Schwester macht um 3 Uhr Feierabend. Das heißt, ich kann mit ihr zumindest nach Hause fahren, dass ich mir diesen Weg wenigstens nicht geben muss, weil darauf hätte ich gar keine Lust. Davon abgesehen ist auch die Zuzahlung ganz schön hoch. Also zu uns muss man fast 7-8 Euro eine Fahrkarte zahlen, voll krass. Naja, also ich muss nur von dem Ort, das ist Sindlingen, Frankfurt-Sindlingen ist es, zu ihr kommen und sie arbeitet, ich weiß gar nicht, zu was das genau gehört, das ist zwischen Messe und zwischen Bockenheim. Also ich muss schon ein Stückchen, es ist eigentlich nicht weit, gell? Also wenn du mit dem Auto fahren würdest, würdest du, keine Ahnung, 15, 20 Minuten da sein, aber mit den Öffentlichen kein blassen Schimmer, wie oft ich da umsteigen muss. Weil dort, wo das Auto, wo die Autowerkstatt ist, fahren auch nur Busse, das heißt, ich muss auf jeden Fall ein paar Mal umsteigen. Ich hasse es so sehr, eklig. Und dazu ist auch noch richtig geiles Regenwetter. Wenn es wenigstens nicht regnen würde. Naja, egal. Ich werde meine Schwester gleich mal fragen, ob sie Lust hätte, vielleicht zum Zalando Outlet Store zu gehen. Ich habe total Lust. Ich war schon echt lange nicht mehr da. Also sehr, 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 sehr lange. Einige Monate auf jeden Fall.
Das ist Zalando Outlet Store, gibt es einen richtig schönen großen, den habe ich euch auch schon total oft in meinen Vlogs gezeigt. Der ist auch in Bockenheim, also von ihrer Arbeit vielleicht 5 Minuten, noch nicht mal. Und deswegen einfach nur vorbeischauen und dann ab nach Hause. Hätte ich voll Lust drauf, aber mal gucken, ob sie Lust hat. Vielleicht, ich weiß nicht, nach der Arbeit will man ja auch irgendwann nach Hause, deswegen mal gucken. Joa. Ich würde sagen, ich nehme euch einfach mit. Wenn wir da hingehen, zeige ich euch was. Wenn wir was ergattern, zeige ich es euch. Oder wenn wir nach Hause gehen, auch gut. Ich zeige euch später auf jeden Fall mal mein Outfit of the Day. Ich kriege ja immer wieder die Kommentare, warum ich denn überhaupt so viel einkaufe, warum ich so viel Klamotten habe, wenn ich doch sowieso immer nur sportlich und lässig rumlaufe. Und ja, das Ding ist, ich bin ja überwiegend zu Hause und zu Hause, muss ich echt sagen, bin ich nicht motiviert, irgendwie, keine Ahnung, da mit Locken rumzulaufen und mit glatten Haaren. Der Samu und der Lias war auch damals so, die ziehen immer an meinen Haaren und mich stört es auch beim Aufräumen, beim Putzen, beim Spielen. Also ich habe zu Hause immer meine Haare zu. Und von den Klamotten her, ja, keine Ahnung, wenn man halt zu Hause ist, dann mag ich es halt einfach in Sportklamotten, Jogginghose oder Leggings, einfach sportlich, dass man, ja, zu Hause schön gemütlich halt eben ist. Also ich sehe es nicht ein, zu Hause in der Jeanshose zu sitzen oder in einem Kleidchen oder keine Ahnung. Ich sehe da keinen Sinn dahinter. Und das ist halt das Ding, dass ich einfach, ja, eigentlich überwiegend zu Hause bin. Und wenn ich dann mal kurz rausgehe, nur was einkaufe, dann mache ich mich jetzt auch nicht, eben ziehe ich auch kein Kleidchen an, nur weil ich jetzt beim Aldi einkaufen gehe. Das ist so, keine Ahnung. Jeder, wie er möchte. Also ich bin da total, mich juckt das überhaupt gar nicht, wie ich aussehe, muss ich echt sagen. Gerade wenn ich so einkaufen gehe oder sowas, scheißegal, ob ich gammelig aussehe, wen juckt es? Also mich auf jeden Fall nicht. Ja, und wenn ich dann mal raus, also nach Frankfurt fahre, dann ziehe ich mich halt schon richtig an. Dann laufe ich halt jetzt nicht unbedingt mit Sportklamotten. Wobei ich auch damit keinen Problem hätte, überhaupt nicht, aber man hat ja, ich habe ja schon Lust, meine Klamotten anzuziehen und ich mag ja meine Klamotten auch, aber wenn ich keine Gelegenheit dazu habe, weil ich einfach überwiegend zu Hause bin oder im Ort, dann ja. Aber das, nur weil ich nicht so oft, keine Ahnung, die Gelegenheit habe, mich ordentlich schick oder normal anzuziehen, heißt es ja nicht, dass ich dann irgendwie nichts haben muss. Ja, die Kinder werden ja auch älter, das ist dann auch nochmal, ja, was anderes, vielleicht ziehe ich mich dann auch anders an, aber auch wenn wir jetzt zum Beispiel rausgehen, spazieren auf dem Spielplatz, auch dann, also klar, dann ziehe ich schon mal eine Jeanshose an oder einfach halt eine normale Hose, aber auch ganz oft, gerade wenn wir auf dem Spielplatz oder irgendwo sind, dann gehe ich ganz oft auch in Sportklamotten, weil, keine Ahnung, ist einfach chilliger. I don't know. Könnt ihr mir gerne mal sagen, wie ihr das macht, ob ihr euch immer zurecht macht. Also ich sehe das ja auch ganz oft in Mama-Blogs, dass sie sich morgens, wenn sie ja, gefrühstückt haben oder davor, dass sie ihre Haare machen, dass sie sich schminken und alles drum und dran. Klar, ist schon schön, man fühlt sich ja dann auch irgendwie gut und besser und überhaupt. Aber ich finde es so sinnlos, wenn ich den ganzen Tag mit den Kids zu Hause bin oder dann mal kurz draußen bin und dann wieder zu Hause. Also ich sehe da absolut keinen Sinn dahinter, mich dann irgendwie voll zuzukleistern, und es ist ja auch nicht gut für die Haut. Also umso weniger ich geschminkt bin jeden Tag, umso besser halt für meine Haut. Deswegen sehe ich es gar nicht ein, mich für zu Hause zuzukleistern. Auch wenn ich jetzt sagen würde, für mich selbst, aber ich bin mit mir selbst im Reinen. Ich muss mich da nicht irgendwie total krass schminken, um mich irgendwie im Alltag wohlzufühlen. Also keine Ahnung. Bin mal gespannt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr, wenn ihr überwiegend, es geht jetzt nur darum, wenn man zu Hause ist, natürlich überwiegend, ob ihr euch dann wirklich, wenn ich jetzt natürlich rausgehe zum Einkaufen, wenn ich mich mit Freunden treffe oder irgendwas, dann mache ich mich ja auch schon fertig. Also dann ziehe ich auch Kontaktlinsen an und so weiter. Dann laufe ich jetzt auch, also ich mache mich dann schon mal zurecht. Aber es geht jetzt wirklich rein um den Alltag. Könnt ihr mir gerne mal schreiben, wie es bei euch ist. Ob ihr euch zurecht macht oder ob ihr sagt, nö, bin zu Hause, für wen soll ich mich schminken und warum soll ich mich in die Jeanshose reinquetschen? Also so ist total meine Einstellung, aber jeder wie er mag auf jeden Fall. Joa, ich würde sagen, ihr Lieben, ich melde mich später einfach wieder. Irgendwas wollte ich euch fragen oder erzählen, ich weiß es aber gerade nicht. Es liegt mir auf der Zunge, aber mir fällt es nicht ein. Aber wenn es mir einfällt, dann melde ich mich auf jeden Fall wieder. Jetzt erst einmal, ich habe übrigens, weil dieser Vlog, warte mal, was haben wir denn heute? Heute ist der, keine Ahnung wie viel schon. Am 10. hat ja meine Schwester Geburtstag. Das ist, glaube ich, ein Dienstag oder sowas.
Sie feiert aber erst am Samstag mit Freunden und am Sonntag mit der Familie. Wir sind auch nur am Sonntag da, weil am Samstag hat der Diego Geburtstag, der von meinem Mann, der beste Freund, der Trauzeuge, der Patenonkel von Lias. Ich kann immer alles Mögliche aufzählen, was der hat, also was er so ist. Sein Sohn hat Geburtstag, der wird 3 Jahre alt und der feiert am Samstag, beziehungsweise hat eben auch am Samstag Geburtstag. Und da sind wir eben nachmittags. Vielleicht komme ich ja nicht zu spät nach Hause, dass ich auch noch mal ein bisschen die Mädels sehen kann, aber das wird wahrscheinlich nicht wirklich was. Also wir werden wahrscheinlich dann halt am Sonntag, wenn die Family da ist, feiern oder auch, das sind auch dann noch Bekannte und so weiter da. Genau, und mein Mann hat mir nämlich Karten geschenkt von Loredana. Keine Ahnung, ob ihr die kennt. Die einen finden sie cool und feiern sie und die anderen finden sie total assi. Ich muss sagen, ich liebe ihre Musik und sie selber finde ich schon ziemlich so grenzwertig, sage ich mal. Also das ist bei mir genau wie mit Senna Gamur. Ich finde sie auf der einen Seite, finde ich sie total lustig und amüsant und keine Ahnung, ich mag das auch, dass sie sportlich rumlaufen kann, wie so ein Assi, aber gleichzeitig auch in schicken Kleidern und so. Ich mag das sehr gerne, wenn man einfach so beides kann, wisst ihr, wie ich meine? Und auf der anderen Seite gibt es dann halt immer mal wieder so Stories oder wenn man irgendwas, also von den Insta-Stories oder irgendwas gerade ist, wo ich echt denke so, oh, das war schon ganz schön assi, die Wortwahl halt eben. Ja, deswegen, falls jetzt jemand sagt, oh mein Gott, wie kannst du mit Loredana gehen, die ist total asozial und keine Ahnung was. Ich mag ihre Musik, ich feiere das tatsächlich, ich finde es schon richtig, also ich höre es sehr, sehr gerne. Und mein Mann hat es die letzte Zeit halt eben mitbekommen, dass ich die ständig gesungen habe und gehört habe. Und dann hat er versucht, Karten zu bekommen, weil die ja jetzt auch in mehreren Städten in Deutschland gerade Konzerte gibt. Und hat halt für Frankfurt versucht, was zu bekommen und es war halt schon alles ausverkauft. Und dann hat er Karten noch bekommen über andere Seiten. Ich weiß gar nicht, wo er die jetzt her hat. Hat ein Arsch voll Geld dafür gezahlt. Die Karten kosten normalerweise, ich glaube, 38 Euro oder sowas. Also echt, also auf jeden Fall unter 40, irgendwie zwischen 30 und 40 Euro. Und er hat, keine Ahnung, das Dreifache, Vierfache ausgegeben. Keine Ahnung, wie er auf diesen... ich habe den echt angemeckert, weil ich gesagt habe, ey, ich finde die zwar toll, und ich würde mich auch freuen, da hinzugehen, aber bei gewissen Preisen muss man mal die Kirche im Dorf lassen. Also ich habe echt gesagt, du Spitz, warum hast du so viel Geld ausgegeben? Ja, das ist ja jetzt hier nicht der krasseste Superstar, dass ich sage, hier, keine Ahnung, für Beyoncé hätte ich richtig viel Geld zum Beispiel ausgegeben. Aber ansonsten denke ich mir so, okay, entweder man kriegt Karten oder man kriegt sie halt eben nicht. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, in allen möglichen Seiten wie er. Der hat überall gesucht, geforscht, gemacht, getan, um diese Karten zu bekommen, für mich so süß. Die hat er mir einfach so geschenkt. Das war kurz vor Valentinstag oder so. Und er hat ja zwei Karten. Und habe gesagt, du willst doch nicht etwa mit mir auf dieses Konzert gehen, oder? Ich habe mich schon so gefreut. Sagt er, nee, geh du mal mit deiner Schwester hin. Und habe ich gesagt, okay, alles klar, dann erzähle ich davon auch nichts irgendwo, dass ich die Karten von dir bekommen habe, weil ich mich schon voll gefreut habe. Am liebsten hätte ich direkt gesagt, ich habe Karten geschenkt bekommen. Richtig genial. Ich wollte es halt meiner Schwester halt auch gerne erzählen. Aber dann habe ich mir gedacht, dann schenken wir sie ihr einfach unter anderem zum Geburtstag halt, ja. Also das ist jetzt nicht ihr Hauptgeburtstagsgeschenk. Ich habe ihr Ohrringe bestellt. Sie wollte unbedingt solche Ohrringe haben, wie ich sie habe. Solche runden, kleine Kreolen mit einem Kreuz dran. Meine sind ja von meinem Punkt und die haben sie in Gold nicht. Keine Ahnung warum, die sind nämlich so, so schön. Und ich habe ja überall gesucht, gemacht, getan, sie nicht gefunden. Dann habe ich jetzt mal online geschaut und habe dann welche gefunden. Die sind aber ein Stückchen größer. Keine Ahnung, ob sie ihr gefallen. Ich finde sie schon nice. Ich bin schon überlegen, ob ich sie mir auch in Silber bestelle, weil die halt nochmal ein Stückchen größer sind. Auf jeden Fall kriegt sie diese Ohrringe, die Konzertkarte und Geld, weil sie hat sich eigentlich überwiegend Geld gewünscht, auch von der Family jetzt halt vor allen Dingen. Bei uns steht ja in den nächsten Monaten viele Ausgaben an, was Garten zum Beispiel und so weiter betrifft, Zaun und Rasen legen und was weiß ich was. Da müssen wir schon einiges auf den Tisch legen und deswegen hat sie sich überwiegend Geld gewünscht, weil sie hat eigentlich auch alles. Ja. Aber ich wollte einfach, dass sie noch sowas zum Auspacken hat, weil sie sich die Ohrringe so gewünscht hat. Und ja, dann wollen wir die Karten noch schenken und ich bin echt gespannt, weil sie hat sie auch immer mal wieder gehört, aber sie ist auf jeden Fall nicht so ein, also sie hört sie nicht so krass wie ich, sagen wir es mal so.
bin echt gespannt, ob sie sagt, oh mein Gott, wer weiß, was da für Leute auftauchen. Vor allen Dingen ist es nicht in Frankfurt, sondern es ist in Frankfurt-Offenbach. Und Offenbach ist schon so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, sagen wir es mal so. Also ich bin echt gespannt. Ja, das ist nämlich schon, ich glaube, am 18. März, also das ist jetzt schon bald. Ich freue mich echt. Ich bin echt gespannt, was sie sagt, wenn sie diese Karten bekommt. Ich werde ihr aber sagen, dass das ja eigentlich mein Geschenk war und sie muss einfach mitkommen, dass ich nicht alleine bin. Wobei sie es auch, sie wird sich auch freuen, ich denke schon. Joa, was ist denn hier los? Warum bremsen die denn so? Okay. Jetzt habe ich wirklich viel gelabert, aber jetzt konnte ich euch endlich mal das mit den Karten erzählen, weil dieser Vlog kommt auf jeden Fall danach online, beziehungsweise zumindest nach ihrem Geburtstag, dass sie das dann, weil ich weiß gar nicht, von meiner Family, die schauen nicht alle Vlogs von mir, weil es kommen ja täglich Videos online, wer sollte es schauen, die sind alle Vollzeit berufstätig, aber die gucken es schon immer wieder, gucken immer wieder mal regelmäßig rein, weil die wissen auch immer über alles Bescheid, ich muss auch nie irgendwas erzählen. Deswegen bin ich auf Nummer sicher gegangen und habe es lieber nicht erzählt mit den Karten. Joa. Ihr Lieben, jetzt höre ich wirklich auf zu schnattern. Sorry, schon wieder voller Laber-Akt. Manche von euch lieben es, meine Laber-Sessions, egal ob es zu Hause ist oder im Auto, ist eigentlich wurscht, weil ob ich auf der Couch sitze und mit euch laber oder ob ich jetzt hier im Auto sitze und mit euch laber. Im Auto ist es sogar angenehmer, weil dann muss ich halt eben nicht immer wieder unterbrechen wegen den Kids oder nur warten, bis die Kids schlafen oder. So kann ich einfach mal mit euch anfangen loszuquatschen, ohne auf irgendwas zu achten. Ich mag das eigentlich sehr, sehr gerne im Auto zu quatschen. Wie gesagt, die einen lieben es, die anderen hassen es. Also ich habe da schon viele negative Kommentare bekommen. So, Auto ist abgegeben. Ich bin jetzt gerade eine Fahrstation mit dem Bus gefahren und bin jetzt hier bei einer Haltestelle, bei einer S-Bahn-Haltestelle und fahre hier jetzt nach Griesheim. Und dort holt meine Schwester mich dann ab. Leute, es ist einfach eine Katastrophe. Es ist windig, es regnet, meine Haare sehen schon wieder total zerstört aus. Es ist kalt, es ist nass und ich hasse die öffentlichen Verkehrsmittel. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ich bin froh, wenn wir wieder zu Hause sind. Anscheinend ist Samstagmittag das Auto fertig. Richtig, richtig genial. Also, ja. Ohne Auto geht gar nichts. Ohne Scheiß, Leute. Ohne Auto geht gar nichts. Vor allen Dingen, ich bin jetzt alleine. Wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ihr noch mit zwei Kindern und mit den Öffentlichen. Respekt an alle, die das echt tagtäglich machen. Also was anderes kann ich es nicht sagen, echt. So, Sister hat mich abgeholt. Und ich habe es tatsächlich überlebt, die paar Stationen mit dem Bus und mit der S-Bahn zu fahren. Jetzt sind wir doch nicht zum Zalando Outlet gefahren, sondern zur Metro, weil wir hier ein paar Sachen besorgen wollten. Ich habe mir jetzt auch selber eine Metro-Karte mal gemacht. Ja, hier ist es riesig. Mal sehen, was wir hier so ergattern können. Oh Gott, wir sind voll ausgerastet. Wir haben richtig viel gekauft. Also zu Hause gibt es auf jeden Fall gleich ein Haul. So, endlich wieder zu Hause. Es regnet in Strömen. Katastrophe. Ich habe ein bisschen was bei der Metro gefunden. Zeige ich euch ganz kurz, da ich die Sachen schnell verräume und dann gemütlich anziehen und auf die Couch legen. Ich habe einmal, oder meine Schwester auch, wir haben so eine fette Tortilla-Packung mitgenommen. Einmal in Hot und einmal mit Cheese-Geschmack. Und wir werden es dann einfach ja, Hälfte-Hälfte teilen. Sehr lecker. Dann habe ich hier so Mini-Burger mitgenommen. Hat meine Schwester auch ganz viele, weil sie ja jetzt Geburtstag feiert und da Fingerfood macht. Und ich hatte irgendwie aber auch Lust drauf. Und deswegen sind die mal mitgekommen. Dann habe ich Schokobons gekauft mit weißer Schokolade. Dann, ich habe auch so ein paar Sachen gekauft. Das hat jetzt nichts mit der Metro an sich zu tun, sondern einfach, weil ich da gerade das entweder gebraucht hatte oder Lust drauf hatte. Ich hatte hier Vanillearoma mal mitgenommen. Ich möchte mir wieder backen. Dann das hier, das ist so, so, so genial. Und zwar sind das solche Covertüre Schoko Drops in weißer Schokolade. Die habe ich früher immer, also das kann man ja generell so für Schokobrunnen oder generell, wenn man irgendwas zum Dippen praktisch fondue-mäßig macht. Aber wofür ich die früher immer benutzt habe, wenn ich so Muffins gemacht habe, habe ich die so reingedrückt. Und wenn man dann die Muffins gegessen hat, dann hat man zwischendurch so ja, geschmolzene Schokolade gehabt. So, 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 so lecker. Und ich habe ja letztens die Formen gekauft, deswegen werde ich das jetzt auf jeden Fall die Tage machen. Dann habe ich für meine Männer eine XXXXXL Gouda-Packung mitgenommen. Die reicht eine Zeit lang, würde ich mal sagen. Dann habe ich eine Leggings gefunden, und zwar von Puma. Einfach ganz simpel schwarz und an der Seite steht dann hier so Puma noch drauf. Ich fand die richtig cool zum Sport.
Dann habe ich das hier mitgenommen. Darauf freue ich mich so sehr. Und zwar ist es eine Ice Cream and Dessert Soße mit White Chocolate. Es gab so viele von diesen Soßen, die man halt eben über Kuchen oder Eis drüber machen kann, in verschiedensten Geschmacksrichtungen, aber weiße Schokolade, ich liebe ja weiße Schokolade, mein Mann auch, deswegen, ich glaube, sehr, sehr, sehr genial. Ich glaube auch so auch über Kuchen zum Beispiel. Ich probiere es heute mal aus. Dann übrigens, falls jemand von euch eine Metrokarte hat und irgendwie ein paar Sachen braucht, die überall ausverkauft sind, bei der Metro gibt es Pampers ohne Ende, es gibt Sacrotan ohne Ende, alles mögliche, was überall gerade so ausverkauft ist, auch diese Atemmasken und so weiter und so fort. Ich habe jetzt hier nochmal Sacrotan mitgenommen, weil wir aktuell zu Hause nur noch eine Flasche haben. Und zwar zweimal hier in Schaumversion. Ich finde die super, super lecker, die riechen so gut. Kirschblüte und Rose, deswegen zweimal. Und einmal in so ganz normal mit Aloe Vera. Dann für meinen Mann habe ich einmal Haribo in XXL mitgenommen. Phantasialand. Dann, ich brauchte unbedingt ein Edding in einer anderen Farbe. Ich habe hier zu Hause alle möglichen Farben, aber ich brauchte mal was anderes, dass ich ja für die Buchhaltung ein bisschen besser anmarkieren kann. Dann habe ich solche Portfolios mitgenommen. Und zwar 18 Stück sind da drin. Richtig genial. In super klein, also super gut, die dann zu essen, weil wir machen die auch immer gerne so klein. Einfach nur rollen oder zusammen und dann essen. Das ist sehr, sehr genial. Dann habe ich hier einmal, das wollte ich schon mal bei auf Amazon bestellen, da war es aber relativ teuer. Ich habe es jetzt sehr günstig eigentlich bekommen von Ravensburger Lotti Carotti. Ist ja auch so ein Spiel, was super begehrt ist bei den Kindern oder super beliebt. Ich will es mal testen, ob der Lias das jetzt schon gut kann. Wir haben tatsächlich noch gar keine so Tischspiele mit ihm irgendwie gemacht. Mal gucken, ob es zu früh ist oder ob es schon klappt. We will see. Dann einer meiner absoluten Lieblingsspiele aus der Vergangenheit, Siedler von Catan. Wir haben letztens darüber eine Reportage gesehen, wie das alles erfunden wurde und wie das groß geworden ist. Da gibt es ja mittlerweile ganz, ganz viele, mehrere von diesen Catan, wo dann heißt Catan das Spiel. Das ist ja jetzt so sozusagen dieser Start. Und dann gibt es verschiedene Ergänzungen praktisch noch. Die gab es leider dort gerade nicht. Es gab nur dieses dieser Starter-Set. Aber das war auch super, super günstig. Deswegen, ich wollte das schon länger mal holen. Ich habe früher immer super gerne, wirklich, wir haben eigentlich mindestens einmal die Woche irgendwelche Spieleabende gemacht. Ich vermisse es ein bisschen. Deswegen, Schatz, du musst mit mir Spieleabend machen. Sieht davon getan. Und dann habe ich ein Puzzle geholt. Das ist ein riesengroßes Puzzle. Da habe ich mir gedacht, wenn wir das machen, dass wir das dann irgendwie zusammenkleben und dann bei Lias an die Wand hängen, weil er hat noch eine riesengroße weiße Wand. Und da wollte ich eigentlich irgendwie ein schönes Poster hin machen. Mir hat das hier aber super gut gefallen, und zwar von König der Löwen. Da sind dann halt super viele Tiere und hier oben, ach, ich finde das so, so, so schön. Und das werden wir dann schön zusammen puzzeln. Klar, der Lias kann das wahrscheinlich noch nicht so wirklich, aber der liebt ja Puzzeln, alleine wenn er da so ein bisschen was mithelfen kann. Und ja, das möchte ich dann auf jeden Fall kleben und einrahmen, und das kommt dann oben an seine Wand dran. Genau. Und, ach hier, eine Sache habe ich noch mitgenommen, das fand ich irgendwie total interessant. Habe ich auch schon öfter mal im ganz normalen Supermarkt gesehen. Wie heißen die Dinger denn? Schaut mal, das ist wie so ein Brot. Das kann man schön entweder toasten oder zum Grillen nimmt man das ja eigentlich sehr gerne. Hier steht es ja auch, ideal zum Grillen, toasten oder aufbacken. Sweet Chili Geschmack. Sieht sehr, sehr, sehr lecker aus. So. Und das war's schon.